Ja, mein Kanal heißt Förster Klaus, weil ich tatsächlich Förster bin. Und wie man es unschwer hört, irgendwo in Süddeutschland. Nicht wahr? Wir beginnen wieder mit der Lösung des Rätsels vom letzten Mal. Und die Frage war, was sind denn das für Schnecken? Was haben wir denn hier für Pflanze, die aussieht wie so kleine Schnecken? Sieht sehr schön aus, finde ich. Und die Lösung ist, hier sind die Schnecken schon weiter aufgegangen. Und hier sind sie noch weiter aufgegangen. Und ich mache einen Schritt zur Seite. Und dann sieht man, es sind Farnpflanzen. Genau. Das sind Farnpflanzen. Beim Farn gibt es ganz viele verschiedene. Der Adlerfarn ist einer, der Dornfarn oder der Wurmfarn. Das sind vielleicht so die bekanntesten im Wald. Der Adlerfarn kommt ganz viel im Schwarzwald vor oder auch in Skandinavien. Genau, aber auch in anderen Gebieten. Sonst ist es noch der Wurmfarn und der Dornfarn. Und es gibt ganz viele verschiedene Farne. Aber die richtige Antwort oder die Lösung, die war der Farn. Es werden Farne. Guten Morgen. Heute ist ein guter Tag für den Wald, weil es regnet ausgiebig. Und das ist dringend notwendig. Und jetzt haben wir Mai. Volle Wachstumszeit bei den Bäumen. Das tut richtig gut. Und sie können mal wieder etwas Wasser aufschlürfen. Aber der Regen ist halt nicht unser Thema, sondern ein Thema, das uns die letzten Wochen und Monate auch stark beschäftigt hat. Und zwar Grenzen. Das Wort scheint wichtig bei uns, weil es kommt in vielen Begriffen vor. Grenzenlos, grenznah. Ich komme an meine Grenzen und es gibt Landesgrenzen. Und im Wald gibt es auch Grenzen und darum geht es heute. Die Grenzen sieht man relativ schwierig, aber dennoch gibt es Markierungen, an denen man die Grenzen erkennt. Hier seht ihr einen sogenannten Grenzstein. Genau, und diese Grenzsteine findet man im Wald hin und wieder. Und, ja, wie der Name sagt, sie grenzen ab. Und bei den Grenzsteinen gibt es ein paar wissenswerte Dinge. Und die wollte ich euch erklären und Ihnen. Und dann kann man nächstes Mal draußen gucken, wenn man so einen Stein findet, was es denn auf sich hat mit dem. Also zunächst gibt es hier oben drauf in der Regel eine Einkerbung. Hier ist schon Moos drauf gewachsen, das nehme ich mal runter. Irgendjemand hat den auch mal weiß angemalt, wahrscheinlich, dass man besser erkennt. Machen wir heute aber nicht mehr so. So, wenn wir ihn heute draußen markieren wollen, setzen wir einen Pflock daneben, einen Holzpflock, und malen den an, nicht mehr den Stein. Aber hier geht auch schon die Farbe runter, das ist gut. Also, die Grenze verläuft also in dieser Linie. Manchmal macht die auch so einen Knick, dass man weiß, oh, die Grenze verläuft dann hier runter. Und was wird hier abgegrenzt? Ja, das steht hier meistens auch drauf. Das ist ein sehr schöner Stein. Hier könnt ihr erkennen, CH. Ah, für was steht CH als Autokennzeichen? So, kleines Rätsel zwischendrin. Ja, für die Schweiz. Ja, Förster Klaus, grenzt du an die Schweiz an? Nee, tue ich nicht. Sondern das C und das H, das C, vielleicht habt ihr schon mal gehört, das Wort Kommune. Ja, und das hat man früher mit C geschrieben. Kommune ist ein anderes Wort für Gemeinde. Heißt lateinisch, glaube ich, auch Gemeinschaft, aber da fragt er jemand anders. Also, Kommune H, also hier, dieser Seite ist der Wald von der Kommune H. Und hier kann man noch erkennen eine Zahl, das ist die 77, und die Zahl ist fortlaufend. Das heißt, der nächste Stein in die Richtung hat die 76 und hier die 78. Dann weiß man, zwischendrin wurde keiner geklaut. Dann haben wir hier noch was Spannendes, nämlich die Zahl der Setzung. Also wann wurde dieser Stein hier gesetzt? Und hier kann man erkennen, wenn man es nachfährt, vielleicht erkennt ihr es auch. Also die Zahl sieht man gut, das ist die 8. Hier ist eine 1, hier ist eine 2 und hier ist wieder eine 1. Also, der Stein wurde gesetzt 1821. Ja, die Schnellrechner, wie lange ist denn der Stein schon hier? Wie lange steht er schon da? Und auf der anderen Seite wohnt ja auch jemand. Das bedeutet, gehört jemand
dieser Wald auf dieser Seite. Und hier, das kann man jetzt gerade nicht so gut erkennen, weil leider diese Farbe drüber ist, da sind Hirschgeweihe. Da sind Hirschgeweihe abgebildet. Genau. Und das führt uns auch schon zum Rätsel des Tages, nämlich für welchen Waldbesitzer stehen drei Hirschgeweihe bei uns? Wer weiß das? Und mir hat man was gesagt, nämlich ihr sollt es unten in die Kommentare schreiben. Ich bin gespannt, wer der Erste ist, der es reinschreibt und der es richtig hat. Genau. Und mit diesem Grenzstein schicke ich einen Gruß nach Haus vom Förster Klaus und sage Tschüss und Ade.